Ein bisschen fühlt man sich wie in Oberbayern, wenn man die Möbelschreinerei Engelhardt in Ebergötzen bei Göttingen besucht. Der aufwendig gestaltete Holzbau macht einen handgemachten Eindruck, der nicht täuscht. 2002 hat Chef und Schreinermeister Mario Engelhardt seine Schreinerei mal eben selbst gebaut. Natürlich hat man sich überlegt, ach, mache ich lieber irgendwo klein, irgendwo eingemietet. Und die Idee war eigentlich mal da, präsent wirklich da sein zu können. Und deshalb haben wir diesen Schritt ja, gemeinsam überlegt, hier diesen Standort zu bauen. Das war letztendlich One-Man-Show, das Bauen, ne, mit dem Vater zusammen. Da waren noch keine Mitarbeiter dabei, bis dann die ersten Maschinen kamen. Wir haben als allererstes unsere eigenen Fenster sozusagen gebaut, also damit wir die Löcher erstmal schließen konnten. Und dann, damit kam dann auch so der erste Mitarbeiter dann. Heute arbeiten insgesamt 14 Mitarbeiter, davon 5 Auszubildende in dem Betrieb. Der Fokus der Möbelschreinerei lag von Anfang an auf dem Arbeiten mit Massivholz und der Produktion von individuellen Möbeln. Ob runde Schreibtische mit farbigen Oberflächen für Tagungsräume oder auch die Gestaltung einer ganzen Apotheke. Hauptsache kreativ und mit Holz. Spezialisiert haben wir uns auf die Massivholzsachen, auf die wirklich Einzelstücke, Massivholztische. Wir arbeiten aus dem richtigen rohen Bohlenmaterial her, also nicht wie sagen wir, große Betriebe, das standardisiert, den standardisierten Breiten herstellen, sondern wirklich, wie das Holz gewachsen ist. Das ist so, wo wir darauf Wert legen und wo wir auch unsere Mitarbeiter immer wieder schulen und auch ausbilden. Produziert werden die Möbel in der gut ausgestatteten Werkstatt. Neben Maschinen wie einer Kantenanleimmaschine mit Nullfuge und einer Plattenaufteilsäge setzt Mario Engelhardt seit 2018 auf CNC-Technik. Sein Team arbeitet mit einer 5-Achs-CNC-Maschine. Die Investition in den Maschinenpark war für den Schreinermeister ein entscheidender Schritt. Dass wir diese Entwicklung geschafft haben mit CNC-Technik. Dass wir das angefasst haben und dass wir nicht einfach nur auf den klassischen Wege weiter immer hergestellt haben, sondern einfach mal den Schritt gemacht haben in die CNC-Technik rein, mit der Maschine, mit der Zeichentechnik auch, CAD-Technik, das überhaupt doch letztendlich ja, angefangen zu haben. Nicht nur in seine Maschinen investiert Mario Engelhardt Zeit und Geld. Für ihn ist klar, er muss auch in sich und seine Entwicklung investieren. Dabei befasst er sich mit Themen wie moderner Mitarbeiterführung oder aktiver Kreativitätsförderung. Ich habe mich auch mit Dingen beschäftigt, die nicht nur mit dem Handwerk zu tun haben. Ich habe mich ums Verkaufen meine Nase reingerochen. Rhetorik, Vertrieb, Menschenkenntnis, Menschen einschätzen zu können. Wie führe ich ein Unternehmen? Wenn man ja ein bisschen weiter gucken möchte, muss man halt auch mal über den Tellerrand drüber weggucken. Der Erfolg gibt dem Schreiner recht. Er und sein Team überzeugen mit guter Beratung, einem hohen Kreativanspruch und Zuverlässigkeit. Viele seiner Kunden kommen über Empfehlungen, doch neben dem Außenauftritt zeigt auch die Leidenschaft des Schreiners seine Wirkung. Wichtig ist mir der Kundenkontakt. Wenn man mal mehrere Wochen nicht beim Kunden war, ist man echt deprimiert. Das ist einfach, das gehört dazu. Das ist das Team, finde ich, die Menschen, die wir hier halt alle sind. Das ist mir wichtig, dass die um mich rum sind. Das ist einfach eine Gemeinschaft. Die Menschen weiter auszubilden, die Auszubildenden, das Handwerk nahezubringen. Und das ist einfach für mich Wachstum, das auch zu können in dem Ausmaße. Leidenschaft für Holz und ein hoher Qualitätsanspruch. Mario Engelhardt hat seine Ziele erfolgreich umgesetzt. Und er hat keine Angst, auch in Zukunft ungewöhnliche Wege zu gehen. Hauptsache mit Holz und seinem Team.